Nachdem wir im letzten Video Shadow Loader 2 installiert haben, hier eine kleine Übersicht über die Benutzeroberfläche mit diesem Play-Button, also mit dem Dreieck links oben, könnt ihr Downloads starten. Mit dem im Moment noch grau hinterlegten könnt ihr sie pausieren, das heißt die Downloads werden auf eine geringere Geschwindigkeit gedrosselt. Hier seht ihr es schon mit dem Tooltip auf 10 Kilobyte pro Sekunde. Hier mit dem Stop-Button könnt ihr dann die Downloads tatsächlich abbrechen. Der nächste Button ist die Zwischenablagenüberwachung, das ist der Clipboard Observer auf Englisch. Also sobald ihr einen Link in die Zwischenablage kopiert, mit dem Shadow Downloader umgehen kann, wird er in den Link-Grabber importiert. Hier ist diese grünen Pfeilchen bedeuten Reconnect, also wenn Shadow Downloader erkennt, dass ihr als Free-User ladet und eine hohe Wartezeit habt, wird das automatisch ausgeführt, um euch eine neue IP zuzuweisen, was dann die Wartezeit umgeht. Hier könnt ihr Premium global aktivieren oder deaktivieren und auf dem nächsten könnt ihr einen manuellen Reconnect durchführen, also einfach draufklicken und der Reconnect wird durchgeführt. Hier könnt ihr nach Updates suchen. So, in der nächsten Zeile unter Downloads, das ist jetzt das Hauptfenster, das hier geöffnet ist. Hier seht ihr dann in der Regel eure Dateien, die gerade geladen werden. Der Link-Grabber hilft euch, Dateien hinzuzufügen, also zum Beispiel über die Zwischenablagenüberwachung. Wenn ein Link erkannt wird, wird er eben hier eingefügt. Ihr könnt ihn dann auch so bearbeiten, dass er direkt heruntergeladen wird in den Ordner, wo ihr möchtet und auch gleich ein Passwort setzen, dass die Dateien gleich extrahiert werden können. Ja, und Settings, das sind eben die Einstellungen, auf die kommen wir dann im späteren Video noch zu sprechen. Nochmals hier in die Hauptansicht. Hier unten könnt ihr nochmal Downloads hinzufügen. Da öffnet sich so ein Fenster. Habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel den Ordner zu ändern oder halt auch Passwörter anzugeben, falls die Archive passwortgeschützt sind. Die Links werden hier oben eingefügt. Um die Liste zu leeren, habt ihr hier das kleine Bäschen. Und ihr könnt auch, wenn eure Liste relativ lang geworden ist, bestimmte Sachen hier rausfiltern, entweder über die Eingabe von Dateinamen oder halt über diesen Button hier, zum Beispiel fehlgeschlagene Downloads oder fertiggestellte oder auch halt Running, also Downloads, die noch laufen. Und hier habt ihr eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu drosseln und festzulegen, wie viele Downloads gleichzeitig der Downloader ausführen soll und auch wie viele Chunks per Download geladen werden sollen.